Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW Vortical Classic. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann holt das nach. Das war schlimm. Wirklich. Also das war ganz verstörend. Deswegen werden wir da auch nicht nochmal drüber reden, aber wir wollen natürlich weitermachen. In der Tundra haben wir noch einige Aufträge, zum Beispiel hier oben und auch dort unten. Da haben wir ein paar kleinere Posten, ich glaube hier oben. Ja, habe ich jetzt noch ein stärkeres Gefühl, dass es hier um Elementare gehen könnte. Und da unten war irgendwas mit Dieben und Karawanen und vermutlich diebischen Karawanen. Ganz gefährliche Sache. Siedepunkt. Imperian möchte, dass ihr Brodler und Näher unterwerft. Ah ja, das sind Feuer und Wasser. Und die kämpfen hier gegeneinander, ne? Und da sagt er, Freunde, ihr müsst einmal ein bisschen einkriegen hier. Wir haben weder Cataclysm noch ist Dragonfly draußen. Darum haben die elementare Sendepause. Das kriegen wir jetzt hin. Habe ich ein Item bekommen? Nee, ne? Gesundheitsstein ist mein eigener hergestellt. Da wäre auch ganz schön weird, wenn das ein Sturmelementar-Hexenmeister gewesen wäre. Dann hätte ich einige Fragen als Lore-Freund gehabt. Aber gut, in alter Blizzard-Manier bekomme ich die eh nicht beantwortet. Lul, let's go. Wir räumen ein bisschen drumherum auf, Leute. Und ich bin so gespannt. Achtung, random Thema aus der Hölle jetzt. Aber ich bin so gespannt, wie sich der Internet-Humor der älteren Generation, die in den letzten Jahren zu uns hier dazugestoßen sind, wie der sich entwickeln wird. Wenn ihr auf WhatsApp oder bei Facebook oder wo auch immer in Familiengruppen seid, dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Ohne Scheiß, ich bringe erstmal Beispiele. Es gibt Seiten, die haben sich auf Humorbasis dahingehend spezialisiert, auf Insta oder TikTok, Facebook, whatever, einfach diesen Humor von der älteren Internetgeneration zu kopieren, aber auf Fun-Basis. Ja, es gibt da zum Beispiel Allmann-Memes, das heißt, es wird so klassisches deutsches Posting gemimt, ja. So vom Laminieren eines Beschwerdezettels im Hausflur bis hin zu irgendwelchen ganz weird angeordneten Wurstplatten. Ja, der klassische Mad-Igel und was es da nicht alles gibt, so ein Delfin-Eisbecher und ja, dazu dann so klassische Posts, ihr kennt sie alle, ne, von Tante Erna im WhatsApp-Status, was zum Schmunzeln. Ah, diese Geschichten, Freunde. Wer das gar nicht fühlt, ich bin neidisch und beglückwünsche euch, wer das fühlt, Brüder und Schwestern, ihr seid nicht allein. Wo muss ich denn jetzt hin? Da unten ist der Brodler, jawohl, besser als der Brutzler, weil sonst kommen hier Johannes B. Kerner und Dieter Bohlen aus der Ecke gesprungen oder so. Machen erstmal ein bisschen Würstchenwerbung, ah, muss nicht sein in der Tundra. Ja, und diese Sachen werden gezielt aufs Korn genommen. Ja, immer mit einem lachenden Auge, weniger jetzt mit ernsthafter Kritik, ist halt funny, kennt man, ja. Und dementsprechend hatte ich letztens eine Situation, wo ein paar Vorweihnachtszeit-Memes ausgepackt wurden. Das heißt, irgendwer Ü50 hat in der Facebook-Gruppe so ein Bild gepostet. Diese Gruppen werden dann unterwandert von den Meme-Admins, damit die auch schön Stuff haben, um sich dauerhaft zu versorgen, ne? Und weiß nicht, ob der dieselbe Quest gerade macht oder die beiden. Bin so verwirrt. Ne, die farmen hier bestimmt nur Partikel. Dann nehme ich den Dicken, Alter. So, schön rauf da, jawohl. An der Seite vorbeigesneakt. Der ist immun gegen Feuerschaden. Mein schlimmster Albtraum. Ja, die Admins dieser Meme-Seiten, die unterwandern diese Seiten natürlich. Und so ist es ein großes Seitenparadoxon, wo am Ende aber eine Menge Spaß für alle bei rumkommen kann. In diesem Fall zum Beispiel ging es um ein Bild mit einem ausgerollten Stück Matt, ja, quasi schön mit so einer Rolle drüber, Alter, bisschen plattgewalzt, und dann wurden da mit Plätzchenformen Sternplätzchen und so ausgestochen. Ne, schöne Vorweihnachtszeit. Und ohne Witz, diese Meme-Seite hat das gepostet, hat das geteilt. Ich hab das gesehen. Und keine Stunde später schickt mir das mein Vater auf Ernst. Ah, Leute, sowas kriegt mich tatsächlich. Sowas kriegt mich, ne? Wenn die Kunst das Leben adaptiert und dann ist es plötzlich wieder andersrum. Und ja, solche Geschichten. Oder Minion-Memes. Bruder, Minion-Memes in 240p. Nicht richtig zurechtgeschnitten, weil auch keiner weiß, wie ein Screenshot richtig funktioniert. Oder wie man diese schwarzen Ränder dann wegmacht und so weiter. Ah, Bruder, das sind so diese typischen Schmerzen, die man da dann hat, ja. Und bei meiner Tante ist das ganz extrem ausgeprägt. Weil meine Tante, und ich habe schon häufiger von ihr erzählt, die kam in dieses ganze Internet-Game, und zwar zu Zeiten der ersten Lockdown-Phasen der letzten Jahre. Da hatte sie sehr viel Langeweile, keine Erfahrung, und jetzt ist sie in sämtlichen Rabbit-Holes der Desinformation gefangen.
Junge, das war so ein trauriger Abstieg. Du konntest wirklich vorhersagen, wie ihre Posts am nächsten Tag aussehen. Du hast gehofft, dass es nicht so ist, aber genauso ist es gekommen. Damit meine ich nicht irgendwelche nachvollziehbare Kritik oder ein aushaltbares Ausmaß bezüglich Maßnahmen, Corona und den ganzen anderen Bums, sondern wirklich Giga-Geschwurbel aus der Hölle. Okay? Und ihr WhatsApp-Status sieht jetzt so aus, dass man erst irgendein singendes Küken hat, das liebe Grüße übermittelt, dann ein Bild von ihren Enkeln, die ja so niedlich sind und beim Friseur waren, dann mittendrin random Post mit Giga-Geschwurbel, dann irgendwie so ein Weihnachtsmeme mit Matt-Ausstechern, dann wieder Giga-Geschwurbel und am Ende noch irgendeine animierte Katze von 1903, die einen Witz von 1902 erzählt. Junge. Und da bin ich so gespannt, wie sich das entwickelt. Weil ich glaube, fair play, wenn viele von uns jetzt erst ins Internet einsteigen würden, man wäre hemmungslos überfordert. So wie wenn man in WoW einsteigen würde, am besten noch einen Char boostet und ja, dann stehst du da, ne? Was machst du dann, Junge? Einfach hemmungslose Überforderung, so wie bei mir, weil einfach nichts droppen will, Junge. Anzeige ist raus hier. Die hören auch gerade gespannt zu und wollen wissen, wo es hingeht. Und genau das ist der Punkt. Ich weiß es nicht. Mein Internethumor hat sich geisteskrank entwickelt. Ich glaube, humortechnisch wäre ich eine völlig, völlig andere Person, wenn ich nicht das Internet von den Kinderschuhen, YouTube Deutschlands und so weiter, ja, von Anfang an quasi miterlebt hätte. Seien es irgendwelche Synchros von Cold Mirror oder irgendwelche Blau- und Schlau-Verarschen, YouTube-Kacke mit Andreas Keeling, Lord of the Weed sinnlos im Weltraum, Charlie the Unicorn, Lamas mit Hüten, der ganze Scheiß, Mann. Ja, und das hat zu einer Entwicklung beigetragen. Und ich glaube, deswegen no hate an die älteren Generationen, aber ich glaube, wir hätten genauso gestartet jetzt mit irgendwelchen Minion-Memes und Facebook-Gruppen. Scheiße, war das cool damals auf Facebook im Vergleich zu StudiVZ und Schülerprofile, ja, wo du auch irgendwelche Apps hattest. Da gab es eine Graffiti-App. Da haben wir uns einmal die Woche im Klassenverband online quasi getroffen, als wär's ICQ, und haben in dieser Graffiti-App monatelang blöde Szenarien aus der Schule quasi dargestellt, ja. Der eine ist dann über die Schule geflogen, fanden wir besonders witzig und vor allem mit unseren Zeichenskills, ne, wenn ihr ab und zu in unsere Zeichenfolgen hier mit Scribble und Gartic-Phone reinschaut, habt ihr eine ungefähre Vorstellung, wie das aussieht. Ansonsten denkt einfach an die schlimmste Kindergartenzeichnung, die ihr euch vorstellen könnt. Und dann irgendwelche Gags mit den Lehrern oder wenn wer bei einem Vortrag verschissen hat, ne, dann haben wir das genommen und ja, das war eine unglaubliche Zeit einfach, all das zu entdecken, ne, und man ist damit groß geworden. Man ist mit den ersten Scam-Versuchen groß geworden. Man hat gelernt, welche Seiten mit Nackedei-Leuten man meiden sollte und welche vielleicht eher okay sind. Man hat sich mit all dem Scheiß, der in dieser Zeit nach und nach groß wurde, auseinandergesetzt. Urheberrecht und so weiter. Ach du Scheiße, Leute, ne? Die Zeit ist vergangen, es hat sich so viel verändert und entwickelt. Und wenn ich diese Entwicklung nicht mitgemacht hätte, dann wäre ich, glaube ich, genauso lost wie viele in den zuvor geschilderten Bereichen, ne? Aber genau deswegen bin ich jetzt so gespannt, ob sich da auch irgendwas entwickelt. Oder glaubt ihr, diese Family Member werden für immer stuck into Minion Memes sein? Ich glaube nicht, es muss da ja irgendeine nächste Stufe geben. Es gibt ja richtig Kanäle, die sich auf diese Zielgruppe fokussiert haben. Habt ihr vielleicht schon mal so ein Video bekommen? In der Regel 20 Sekunden bis 3 Minuten lang mit irgendwelchen Grußbotschaften, wo jemand irgendwelche frei zugänglichen, also urheberrechtsfreien Musikstücke und Bilder und Animationen nimmt, diese in ein Video gießt und dann hast du quasi so ein bisschen Klingelim-Musik, ne, ganz auf entspannt, als wäre es irgendwie das Intro von gute Zeiten, schlechte Zeiten, ne, ich kacke in den Wald, sehe gute Bäume, schlechte Bäume und so, wir kennen den Bums, ne, und dementsprechend werden da Videos draus gemacht, die natürlich auch eine gewisse Zielgruppe etwas verstärkter anpeilen als alle anderen. Und dann werden diese Grafiken so zusammengefügt, dass quasi auf einmal ein Vögelchen reingeflogen kommt. Also geflogen. Es ist ein Bild von einem Vogel, das sich so bewegt. Ja, als würdest du es mit Paint ausschneiden und dann so hin und her ziehen. Und dann kommt so ein Text eingeflogen. Und bei diesem Text kommt dann einfach sowas wie: Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch. Möge alles gelingen, was du dir vornimmst. Und diese Videos haben aber Hunderttausende von Views
und werden tagtäglich in WhatsApp-Gruppen der Family hoch und runter geschickt. Junge, und da frage ich mich auch, ist das schon die Endstufe? Oder wird sich da etwas entwickeln, ne? Ich habe keine Ahnung, ich benutze jetzt erstmal unsere gesammelte Urluft und schau mal, wie uns das weiterbringt. Ah ja, wir erhalten eine Vision von diesem netten Tauren-Dude, den wir retten wollen. Aber, oh, das sah nicht gut aus. Kaganishu! Und da ist sein Geist. Oh, sie haben ihn getötet und seinen Geist gefesselt. Was soll das denn? Oh shit, den müssen wir rausholen. Ja, der Bruder hat ja auch den falschen Link angeklickt, ne? Kacke. Der afrikanische Prinz in meinen Spam-Mails, der wollte mir gar nicht sein Vermögen überweisen. Ah, Bruder, gefährliche Sache. Gefährliche Sache. Ja, und da habe ich einfach ein Auge drauf. Ne? Bisher habe ich nämlich keinerlei Entwicklung da festgestellt. Und ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder dass sich das Internet ein bisschen weniger rasant entwickelt. Auch noch ein verletzter Krieger. Hier, Rache an Magmut. Jawohl, der kann nicht mehr kämpfen, müssen wir das übernehmen. Ehre. Und das kann so viele Gründe haben, so viele Faktoren, warum das irgendwann stagniert oder nicht. Vielleicht entwickle ich mich jetzt auch gar nicht mehr weiter. Das wird mich echt ankotzen, weil ich bin kein Fan der Stagnation. Aber manchmal hat man ja doch Momente, Mindsets, Lifestyles, ne, die man einfach, solange es geht, erhalten möchte. Und meistens hat man leider nicht so den persönlichen Einfluss darauf, ne, dass das so bleibt. Aber vielleicht verändert sich das auch mit dem Alter. Oder mit dem Internet. Ich habe keine Ahnung. Heutzutage ist alles so crazy, Mann. Das hätte ich auch vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich Interesse daran habe, meine älteren Familienmitglieder zu beobachten, wie die das Internet entdecken. Und noch weniger hätte ich damit gerechnet, dass sie verloren gehen in diesem Interwebs, Junge, in jeglichen Hinsichten. In wirklich allen Hinsichten, die es gibt, Mann. Und ich hoffe, dass bei euch dieses Interesse gar nicht erst entsteht. Weil, ich glaube, besser wäre es für uns alle, wenn dieses Thema gar nicht existiert hätte. Aber hey, jetzt ist es so. Was muss ich denn noch hier machen, hör mal? Alles töten und den Geist irgendwie finden. Ach so, der Geist ist hier quasi auch obendrauf, wird mit festgehalten. Na gut, ich hatte Schiss, dass ich wieder in irgendeine Höhle muss, aber geil sieht's ja aus, ne? Die Kobolde mit ihren Kerzen. Und dann schöne Lava-Totems, die quasi befeuern. Und dann noch mehr Kerzen drumherum, also stylisch, Junge. So gibt's das bestimmt auch bei Ikea. Es hat übrigens im Hochberg eine schöne Questreihe existiert und ich glaube, sie existiert immer noch, eine Zone aus dem WoW Legion Add-on, wo wir auch mit den Kobolden zu tun hatten und dieses Kerzenthema ein bisschen, Achtung, beleuchtet wurde. Ja. Und zwar in der Form, dass wir mit den Kobolden gequestet haben und wir haben denen quasi geholfen. Ja, und es ging darum, das Licht anzulassen, weil dieses Du-nicht-nehmen-Kerze ist nicht nur ein Meme, sondern, und da sind wir wieder, das ist ein Mindset, das ist ein Lifestyle. Und als das Licht dann aus war, haben sich wirklich die Schatten, die Kobolde fürchten, manifestiert. Und wir mussten die bezwingen. Das war irgendein Event-Boss, irgendein Rare-Mob oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, ist ein bisschen her. Aber die hatten in dieser Höhle in der Mitte auch eine riesige Kerze und die durfte eben niemals ausgehen. Ja. Zum einen natürlich sinnig, die leben in Höhlen. Ja, das sind Bergbauer, die müssen natürlich sehen, was passiert und welchen Stein sie da abtragen und so weiter. Aber da hat dieses ganze Du-nicht-nehmen-Kerze einfach Story bekommen, ne? Heilige Scheiße, Junge, hätte ich mir auch nie träumen lassen. Siehst du, da sind wir wieder bei einer Entwicklung, ne? Nur da hoffe ich nur, dass bei euch in der Family keiner aussieht wie ein Kobold, Leute. Sonst muss man da vielleicht nochmal einen DNA-Test machen, ne? Dann hat man die Kerze irgendwo in die falsche Körperöffnung gesteckt, aber da möchte ich lieber nicht weiter drüber reden. Die haben hier trotzdem auch eine Höhle, ne? Es geht hier irgendwie rein. Bin mir gerade noch nicht sicher, wie ich das finden soll. Aber an dem Fragezeichen ist ja eigentlich kein Pfeil dran, ne? Weissager, Grimmläufer. Kann mir aber echt nicht vorstellen, dass sie den hier draußen liegen haben. Naja, wir müssen ja eh noch eine Menge schnetzeln, ne? Ansonsten gebe ich mir einen Seelenstein, spring da einfach runter. Und dann kommt 007 Stinkebiber, Alter. Machen wir ein bisschen Agenten-Stuff hier, aber hallo? Da vorne ist ein dicker Magnatauren. Das ist aber auch ein fettes Lager, Junge. Wenn du hier mal 2 Sekunden Autowalk AFK bist, kannst du dir aber verabschieden, ne? Nicht von deiner Exodia, aber von dir selber. Da stehen besonders viele. Und da ist auch das Fragezeichen, aber... Nee, er ist nicht hier oben, oder? Oh, muss ich wirklich in Thule Höhle rein? Das ist ja fürchterlich. Ich mag die Höhlen hier nicht, Leute. Ich mag die Höhlen hier nicht. Ja, jetzt ist es ausgegraut. Jetzt ist es ausgegraut, weißt du? 3 Tage später, Junge, ich kriege so einen Hals, wirklich. Aber was sagten die Uhren? Die Uhr sagt, schaffen wir noch. Junge, kam mir gerade vor, als hätte ich eine halbe Stunde über das Thema geredet, aber ja, es ist halt ein sehr großes Thema. Ist halt so komplex, ne? Versuch mal, das Internet zusammenzufassen. Letztens so ein Bild gesehen,
wo jemand so ein Glasfaserkabel auseinandergenommen hat, ne, und so Bilder gemacht hat von den einzelnen Prozessen, die da mit dem Einbau und der Herstellung und dem ganzen Bums einhergehen. Und da war der Top-Kommentar einfach drunter, jo, wenn ich sowas sehe, dann merke ich wieder, dass ich keine Ahnung habe, was das Internet eigentlich ist. Das ist der Lifestyle, Freunde. Ich würde sagen, wir machen mal ein Hüpfi hier in die Höhle rein. Oh shit, oh 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 oh. Oh oh, das war nicht Teil des Plans, Junge. Oh mein Gott, wie fürchterlich, wie groß der ist. Bruder, jedes Mal ich beim Pinkeln, ja, es ist immer wieder eine Überraschung, ist ja fürchterlich. Aber er ist nicht Elite, das war jetzt meine Angst. Dass der Bruder Elite ist und mich einfach einmal plattstormt, aber nein, bumm. Den haben wir einfach kaputt gehauen. Schön reingejumpt hier bei Big Daddy, der badet einfach mit seinem Essen. Und da ist ein Gnom angekettet. Das war der Abendsnack, naja. Er wird am Leben bleiben, aber retten kann ich ihn natürlich nicht, ne? Soweit ist hier Cross-Faction noch nicht ausgeprägt. Kriegen die Totems Schaden vom AOE? Lass mal sehen. Kriegen sie nicht, ne? Das war meine Teufelswache. Ah, der Bruder, der denkt hier richtig mit. Habt ihr das mitbekommen gerade? Wow! Der hat einfach das Totem geschlachtet auf entspannt. Das ist ja der Wahnsinn, der Fokusgott hier, meine Teufelswache. Okay, Bruder, pass auf. Den einen machen wir jetzt noch. Ich ermächtige dich kurz, weil dann muss ich erstmal fooden. Und dann müssen wir mal gucken. Schätze noch weiter runter und dann halten sie den da irgendwo gefangen. Der ist schon gespawnt, Junge. Die Spawnraten raffe ich aber manchmal auch nicht in Wotika. Junge, wenn die Zone jetzt überlaufen wäre, wie fick, ne? Das wäre bei den Murlocs ganz nett gewesen. Aber jetzt brauchen wir doch keinen Instant-Spawn hier von irgendwelchen fetten Magnatauren-Lords. Ich bitte euch. Oh Gott. Apropos Lords. Kennt ihr doch die Band? Lordi. Ja, Junge, die waren da auch mal, wann war das, 2005 oder so? Nee, ein bisschen später, oder? Hoffentlich, die Zeit, die wieder vergeht, ne? Oh mein Gott, die so aufgetreten sind als nordische Metalband in irgendwelchen super spooky Halloween-Kostümen, als irgendwelche Dämonen-Lords und so weiter. Heilige Scheiße, hier ist einfach Familientreffen. Boah, ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Das haben die auch so abgeholt, ne? Die hatten gefühlt nur einen Hit und das war Hard Rock Hallelujah. Aber der hat auch gereicht, ne? Der ist hoch und runter gedudelt worden einfach. Das sind die Kinder, die fressen hier. Boy. Vielleicht ist der Gnom auch sowas wie Kindernahrung, ne? Der Gnom ist der Karottenbrei unter den Magnatauren-Nahrungsmitteln. Aber hier doch, da ist er wirklich hier in dieser Bruthöhle. Halten die Abkömmlinge vielleicht nicht so viel aus? Lass mal sehen. Oh, die halten nicht so viel aus. Ja, das ist geil. Dann könnte ich da im Zweifelsfall mit dem Meter reinspringen. Glaube aber, ist gar nicht nötig, oder? Meine Teufelswache wird die ja einfach zerlegen. Wir können auf entspannt ein bisschen looten und läuft. Ja, aber Freunde, mit der Zeit, ne? Die ganze letzte Woche oder die ganzen Monate eigentlich. Blizzards Kommunikation war ja jetzt leider lange Zeit nicht so transparent, wie sie es eigentlich machen wollten und auch lange gemacht haben. Finde ich ein bisschen schade. Aber alle wollten Pre-Patch-Datum. Erst Release-Datum, dann Pre-Patch-Datum. Und mit beiden haben sie sich so ein bisschen feiern lassen. Was natürlich in der heutigen Zeit auch immer ein bisschen für Knieschlottern sorgt, weil wird da die Meldung kommen, dass sie verschieben oder. Immer ein bisschen gefährlich dieser Tage. Und dann haben sie Pre-Patch rausgehauen und ich so, scheiße, erst dann habe ich irgendwie realisiert, und das ist bei jedem Addon dasselbe, dass jetzt einfach Shadowlands zu Ende geht, ne? Holy hell, Junge. Da komme ich gar nicht drauf klar. Da ist in meinem Kopf immer so ein Männchen, das dann scheint im Kreis rennt, mit beiden Armen erhoben, weißt du? Weil ich das schon auf dem Schirm habe, klar. Und wir sind irgendwie mit 80% dieses Jahres durch, ne? Aber ich verarbeite das gar nicht mehr. Ist alles so ein Flow. Fließt einfach. Findet Gaganichus Fetisch, und wendet ihn auf die Überreste vom Weissager an. Ihr werdet nach Magmut gehen und den Fetisch Weissager Grimmläufers Geist geben müssen. Wo finde ich denn den Fetisch? Schamane Weissager befreien? Wer hat denn hier einen Fetisch, Leute? Frage für einen Freund. Den droppt bestimmt der Dicke, oder? Der Dicke in der Mitte? Dann hätte der ja auch noch einen Sinn. Den habe ich ja bis eben gar nicht weiter umhauen müssen. Ne? Das war ja eher ein Unfall. Das war Notwehr. Ja. Wie sieht's aus, Kollege? Nee, hat er nicht. Hä? Wo gibt es den Fetisch? Gefährte? Ja, wir können ja auch erstmal weiter umhauen. Aber ist eigentlich dumm, oder? Ist eigentlich dumm, weil vielleicht muss ich mich für den Fetisch auch irgendwo durchschnetzeln. So, hier gefangen hält. Mit seiner Hilfe lernt Kaganishu all das, was ich über Schamanismus weiß. Ihr müsst ihm den Fetisch wegnehmen und ihn auf meinen Geist anwenden. Er befindet sich in den Höhlen hier in der Nähe. Aha, irgendein Oberschamane.
Ah, das waren nur seine Schamanengehilfen. Na gut, dann klettern wir erstmal weiter rein, wa? Dann gucken wir uns das Elend mal noch an, aber fühl mich so bedrängt in dieser Höhle. Zum Glück ist der Respawn nicht überall so krass wie bei dem Dicken in der Mitte, aber heilige Scheiße, Junge. Das ist schon irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Da steht er einfach in der Ecke. Geil. Ein bisschen Gollum-mäßig, ne? Mein Schatz hier, die Versorgungskisten. Ah, der hat sich schön eingedeckt mit den 20er Nugget-Boxen, Leute. Was für eine verdammte Legende von einem Kobold. Na denn, looten wir die Kollegen mal. Oder dann würde ich sagen, wir brezen da ordentlich drüber. Kakanishu, Maul halten jetzt, mein Lieber. Jetzt kommt der ermächtigste Schattenblitz hier. Der ermächtigste der Welt. Boom, nicht mehr gekrittet, so sad. Dann nehme ich noch einen Seelensplitter mit. Und dann nehme ich deinen Fetisch, Alter. Feuer-Nova-Totem. Was war das? Rang 9? Rang 10 oder so? Holy shit, oder war es nur 7? Hätte ich mir mal die Kombination gemerkt. Es war, glaube ich, ein V und zwei Striche. Und V ist 5 und ein Strich jeweils eine 1, ne? Also ist es Totem der Feuer-Nova 37. Jawohl, hätten wir das auch. So, mein Freund, ich habe einen Fetisch hier. Und den kann ich jetzt benutzen. Pass auf. Zeig erstmal Fuß, mein Guter. Ha! Das Zeigen des Fußes hat mich erlöst. Jawohl, wahres Schamanentum. Ich fühle mich anders. Ja, ist immer so beim ersten Mal, Bruder. Bringt Weissager Grimmläufers Überreste, die zu den Füßen seines Geistes liegen, zur Geisterflüsterin. Oh, da kriege ich einen neuen Zauberstab. Plus 60 Schaden pro Sekunde fast. Crit und Zaubermacht. Boah, ich glaube, den nehmen wir. Wobei, der Ring, der geht Ausdauer runter. Nee, wir nehmen mal einen neuen Zauberstab. Der sieht bestimmt auch geil aus. Boah, naja, für Zauberstabverhältnisse, ne? Kann man jetzt nicht meckern, würde ich sagen. Wait, muss ich die for real noch einsammeln? Tatsächlich. Alter, zum Glück habe ich das gerade nochmal gelesen, den Questtext. Von wegen, nimm die Überreste, die unter ihm liegen. Sonst wäre ich jetzt hier rausgerannt, hätte nochmal reingekommen, ey. Ihr behandelt sie mit Pietät und Vorsicht. Ja, so bin ich, der große Pietätshexer. Alter, man kennt ihn sehr genau. Was brauchen wir noch hier jetzt? Futterwühler? Nee, wir brauchen noch Gefährtinnen. Seid ihr Gefährtinnen? Ah ja, ihr lebt hier auch in dieser Höhle. I see. Und die werden dann schön nacheinander zum Chefe gerufen, ne? Und dann wird er so ein bisschen über Gehalt verhandelt, Junge. Oder dann wird ein bisschen zusammen gekuschelt, ne? Und dann haben wir wieder 300 neue Kinder, Mann. Gar keinen Bock auf diese Verhandlungen. Und die hat hier sogar den Sohn mitgebracht, oder was? Guck mal, mein Sohn, da kannst du noch was lernen. Ja, wie war das mit den gefährlichen Nackedei-Seiten? Holla, holla. Also von WoW kenne ich das nicht, aber ich kenne andere Filmchen, die so anfangen. Ist ja wieder gefährlich hier in der Höhle. Freunde, das ist ja ganz unangenehm, aber die steht alleine, oder? Das ist eine Alleinstehende. Das ist okay. In einem gewissen Alter sollte der auch alleine stehen. Sollte die auch alleine stehen. Aber jetzt, Freunde, jetzt müssen sich alle wieder hinlegen. Es ist Bubu-Time, jawohl. Und neulich wieder auch schön das Bett frisch bezogen. Ich bin ja in dem Alter, hatten wir schon mal, wo ich mich über neue und sehr gut passende Socken freue. Wie auch über frisch bezogene Betten, Leute. Oh, konnte ich aber als Kind schon leiden. Ist immer so halber Urlaub, oder? Ins frisch bezogene Bett zu legen? Damn, Junge, das muss auch irgendwo in unserer menschlichen DNA einfach sehr, sehr wild verankert sein. Dass der Körper sagt, frisches Bett. Oh yeah. Wo sind denn die Zamalma? Ach, die sind oben, wa? Hier sind jetzt nur die Gefährtinnen. Mir fehlt jetzt ein Dicker von oben. Naja, gut. Leute, dann haben wir heute aber Level 72. Ey, läuft. Und die Höhle war nicht ganz so verstörend wie der Asiol ran. Ran, ran. Ich würde aber trotzdem versuchen zu laufen. Habe jetzt eigentlich keinen Bock, mich hier noch durch 300 lustige Kobolde zu schnetzeln. Mein, wenn's passiert, dann passiert es. Aber ich hoffe nicht. Ich wollte jetzt eigentlich ohne meine Meter hier durch. Weil wenn man Meter zieht, dann muss man ja auch immer noch einen Meter mehr rennen. Haha, Lachkick des Todes. Oh Gott, sie kommen alle. Deswegen hasse ich diese Höhlen, Mann. Deswegen hasse ich diese Höhlen. So, Teufelswache übernehmen sie. Die beiden hier auch bitte gleich. Komm mal ran, mein Schöner. Mach mal ein bisschen Party hier. Da ist er, jawohl. Guck mal, das läuft. Hier Petklassen einfach wieder beste Leben. Und vielleicht kriege ich ihn sogar lebend hier raus, ne? Guck mal, wie er flitzt da mit seiner roten Aura. Als ob du, kleiner Stinker, mich jetzt hier benommen machst. Ich fasse es nicht. Und da steht der Einzige, den ich noch brauche. Oh, das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht leider gar nicht gut aus. Oh, oh, oh. Und hier steht auch noch ein Kobold. Um Gottes Willen ist das fürchterlich. Aber ganz ehrlich, in TBC wäre ich jetzt schon dreimal umgefallen. So wie meine Teufelswache gerade. Aber in Wotika noch laufe ich. Oh, scheiße. Oh, das benommen machen ist jetzt gar nicht gut, Leute. Das benommen machen ist gar nicht gut. Aber ich habe noch einen Gesu. Der verpisst sich.
Jawohl, jawohl, jawohl. Komm, haut ab jetzt da. Gesu? Big? Ja? Boah, ich hab's überlebt. Was? Das ist ja absolut krank, Mann. Und Teufelsbeherrschung hat nur noch 2 Minuten Abklingzeit statt 10 Millionen oder so. Na, immerhin nicht 80 Millionen. Sonst müssten wir wieder Max Giesinger singen. Aber da sind wir heute verschont geblieben. Hätte nicht gedacht, dass diese Folge hier in diesen bekackten Höhlen länger dauert als der Azjol-Run, Junge. Aber die haben sich beide nicht so viel genommen hier heute, wie es aussieht, ne? Dann pfeifen wir den jetzt noch weg. Den miesen Hund. Und dann hoffe ich, dieser ranzige Kobold hier gibt mir auch das Level ab. Leider nein. Aber die Patrouille, die wird noch weggeflext. Dann geben wir die Quest schön ab. Und dann haben wir heute, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht. Schamanen gerettet und Kobolde getötet und Elementare vernichtet und gleichermaßen beruhigt, ne? Ja, wenn du das Elementar tötest, dann kannst du auch nicht mehr ausflippen, ne? Also Schamanismus ist an sich eine ziemlich simple Sache. Aber die Ausführung, ich meine, da hätte ich auch nicht immer Bock drauf, ne? Ewig lang irgendwelche Totems schnitzen, dann irgendwelche Geister anrufen, dass sie das segnen und dann mit einem Streitkolben auf dem Windelementar einkloppen. Also das kann, denke ich, schon irgendwie frustrierend sein. Guten Tag, ich bin wieder da, Leute. Wie sieht's denn aus hier? Guck mal, Geistflüsterin. Die Überreste, ja, ich wollte den Zauberstab und hab ein Level Up. Ey, Zauberstab gewollt, Level Up bekommen, Freunde. Der Wahnsinn. Und hier drüben war doch irgendwo noch der Krieger, oder nicht? Oder ist der jetzt hier drin? Ach da, Junge, der chillt einfach am Feuer. Rache wurde geübt, mehr Int, mehr Crit, dafür Trefferwertung runter. Boah. Ja, komm, nehme ich mit. Wisst ihr warum? Damit ich endlich diese rote Robe los bin. Aber ich habe immer noch die Handschuhe. Oh Gott. Die Handschuhe sind jetzt noch schlimmer, ne? Ah, so viel dazu. Ist bedingt geglückt, mein Experiment. Weißt du noch, wie sehr ich mich gefreut habe, als diese Robe gedroppt ist hier für Level 69? An sich finde ich die cool, aber für Nordend hier in Rot rumzuheizen, also bin ja kein Ferrari, oder? Insofern vergeben wir noch unseren Talentpunkt, und zwar hier. Bisschen Zauberzeit verringern, let's go. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, Leute. Macht es gut, bleibt gesund und bis denn. Tschüss.